Von außen betrachtet wirkt das kreative Baubüro von Jena Wohnen in der Stauffenbergstraße in Lobeda West nicht gerade wie ein Ort der Kultur. Drinnen sieht das schon ganz anders aus. Denn hier befindet sich zurzeit das Atelier des Jenaer Künstlers C.F. Bölk. Ein Ort der Kunst inmitten einer Baustelle. Mit dieser ungewöhnlichen Idee sollen Kunstbegeisterte nach Lobeda gelockt werden. Dieses Konzept geht auf eine Initiative von Mitarbeitern von Jena Wohnen zurück, die gesagt haben, wir würden hier gerne mal einen Ort besetzen mit Ideen, die ein bisschen Freiraum zulassen. Und daraus ist ein Konzept entstanden, das kreative Baubüro. Also es hat ein bisschen was mit dem Bau zu tun, es hat aber vor allem was mit Kreativität zu tun. Und so sind wir jetzt seit knapp 4 Jahren bei Jena Wohnen mit diesem Konzept unterwegs und es ist getragen von der Initiative der Mitarbeiter bis heute. Das kreative Baubüro war in der Vergangenheit schon ein Ort für vielfältige Kulturveranstaltungen wie Workshops, Konzerte und Ausstellungen. Aber in Zeiten des Lockdowns war dort kein Publikumsverkehr möglich. Seit Januar hat der Jenaer Künstler C.F. Bölk hier an seinen abstrakten und kontrastreichen Werken gearbeitet. Ja, das wird jetzt alles noch in den letzten Stunden, die immer am arbeitsreichsten sind bei solchen Projekten, noch fertiggestellt. Und dann geht es spätestens morgen Abend bzw. am Mittwoch in die Aufhängung und die Organisation, was wohin kommt. Und dann kann man am Donnerstag um 19 Uhr gerne zur Vernissage kommen. Und in der Woche darauf immer ab 16 Uhr, 16 bis 20 Uhr, kann man hier herkommen und das Baubüro besuchen und ich werde auch dann da sein. Man kann mit mir hier auch noch tiefer über diese Sachen sprechen. Kunstbegeisterte erwartet eine sehr farbenfrohe Ausstellung. Die Arbeiten sind mit Ölfarben gefertigt und überwiegend abstrakt. Als Fußballfan hat der in Berlin geborene Künstler aber auch 2 Stadien verewigt. Einmal das Berliner Stadion an der Alten Försterei, einmal das Ernst-Abbe-Sportfeld. Die Abstraktion kommt in gewisser Weise aus meiner Graffiti-Vorgeschichte, wo, auch wenn es ein bisschen komisch klingt, Graffiti ja keine Abstraktion ist, sondern eher ein Hinzufügen. Und Abstraktion ja bedeutet, man nimmt ganz viel weg. Und ich habe dann angefangen, auch im Graffiti Dinge wegzulassen und zum Beispiel Linien und so. Und habe das hier nochmal auf eine Spitze getrieben und versuche auch Großformate mit nur wenigen Farben zu füllen und gleichzeitig Kompositionen zu schaffen, die in gewisser Weise ausgeglichen und auch schön wirken, wenn man das so, ja, um diesen relativ abstrakten Begriff schön mal zu benutzen. Ja. Das Schöne suchen wohl nur die wenigsten Menschen inmitten einer Plattenbaubaustelle. Dieser Kontrast macht den besonderen Charme des kreativen Baubüros aus. Ein Konzept, mit dem Jena Wohnen den Stadtteil für Besucher noch attraktiver machen will. Menschen nach Lobeda zu bringen, die eigentlich nur in der Stadt wohnen und sich gar nicht herausbewegen, die dann immer wieder sehr überrascht sind, wenn sie hierher kommen, was sie hier alles vorfinden können. Lobeda ist wirklich ein toller Stadtteil und ich glaube auch das Baubüro ist ein Zeichen für die Attraktivität des Stadtteils und dass diese Dinge hier möglich sind und auch einfach stattfinden. Und ich lade jeden ein, sich das anzuschauen und sich dafür zu interessieren. Nächst auch wieder einen sehr interessanten Stadtrundgang, für den ich auch gerne Werbung mache, um diesen Stadtteil vielleicht ein bisschen näher kennenzulernen, für alle die ihn noch nicht kennen. Wie es im kreativen Baubüro weitergeht, darüber hält man sich noch bedeckt. Zurzeit liegt der Fokus auf C.F. Bölk und seinen Werken.